Jetzt würden wir Ihnen gerne was vorlesen. Sehr geehrter Herr Tietzer, wir haben hier in Bokenem ein wirklich schönes und einzigartiges Museum, das Museum der Zeit. Ausgestellt werden hier Turmuhren der ehemaligen Bokenemer Firma Woyle, die weltweit exportiert wurde. Vielen Dank für die Idee, solche Perlen, wie es auch unser Museum ist, einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Herzliche Grüße, Maike Becker. Ja, und wenn man so nett eingeladen wird, dann kann man ja gar nicht anderen. Dann muss man da ja packen wir kommen. Alles zusammen. Und Tietzer kommt. Wir haben also unseren Mein Nachmittag Perlentaucher jetzt zu Ihnen geschickt. Und er ist jetzt in Bokenem im Harz und im Museum der Zeit. Und da fällt uns jetzt hier nur die Frage ein, Sven, tickst du eigentlich noch ganz richtig? Doch, ich ticke ganz richtig, das gehört zu meinem Beruf, denn bei so einer Live-Schalte ist ja auch die Zeit enorm wichtig. Achtung! Ab jetzt läuft unsere Zeit für die Live-Schalte, die hat Dieter immer im Blick. Und ab jetzt haben wir 11 Minuten und in der Zeit müssen wir das alles hinkriegen mit dem Turmuhrenmuseum. Und das ist Frau Becker, die ihr eben gerade erwähnt habt. Warum haben Sie mich denn heute ausgerechnet hier nach Bokenem ins Turmuhrenmuseum eingeladen? Ja, das Museum der Zeit wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und wir haben ein richtig tolles Programm für das kommende Wochenende auf die Beine gestellt. Ja, und um das Museum auch mal der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, deshalb habe ich mir gedacht, laden wir mal das Fernsehen ein. Das ist eine gute Sache und wir stehen hier vor dem Turmuhrenmuseum und wenn das jetzt, eigentlich müsste jetzt pünktlichst da oben die Glocke schlagen, beziehungsweise, naja, das haut nicht ganz so hin, ne? Doch, guck mal hier, wie wir das wieder gemacht haben. Pünktlich auf die Sekunde. Und wir nutzen das aus und schauen uns mal ein paar Bilder aus Bokenem an. Das ist ja quasi Ihre Heimat, Bokenem. Warum lieben Sie denn Bokenem so sehr? Ja, Bokenem ist einfach ein wirklich schön gelegenes, kleines Örtchen. Nicht zu groß und nicht zu klein. Das ist alles hier, was wir brauchen können. Wir haben viele kulturelle Veranstaltungen hier, die mir auch sehr wichtig sind. Ja, wir haben das Museum hier direkt vor der Tür, ein tolles Schwimmbad. Also eigentlich alles hier, was der Mensch braucht. Es ist sehr gemütlich in Bokenem, das können wir so festhalten. Zumal, wenn man bedenkt, dass die komplette Stadt einmal abgebrannt ist und wieder aufgebaut werden musste. So, und das hier ist jetzt das Innere des Turmuhrenmuseums. Europaweit das größte. Es gibt insgesamt 60 Turmuhren zu sehen. Manche größer, manche kleiner, manche moderner, manche jünger und viele mit viel, viel einfacher Technik. Herr Drake, Sie sind der Mann, der sich die Zeit jetzt für mich nimmt. Jawohl. Der Mann, der sich hier auskennt. Sie haben alle Uhren im Blick. Und das ist das älteste, die älteste Turmuhr. Die wir hier ausstellen. Ja, daran kann man ja vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen die Technik erklären, oder? Ich meine, es sieht ja simpel aus. Ja, ja. Diese Uhr hier hat zum Beispiel eins nicht. Es geht keine Kardanwelle hoch zum Zifferblatt, weil man hat früher nicht unbedingt das Zifferblatt sehen müssen. Man war auf den Schlag der Uhr angewiesen. Die Menschen, die in der Werkstatt auf dem Feld gearbeitet haben, mussten hören, was die Uhr geschlagen hat. Und jede Uhr hat grundsätzlich das sogenannte Gehwerk, das quasi den Tag in 12 Stunden teilt. Also nach Sonne oder so wurden die früher gestellt. Und vom Gehwerk aus wird das Schlagwerk gesteuert. Guck mal hier, alles mit Holz, ne? Da unten es ist alles mit Holz. Als Gewichte dran. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, in jeder Turmuhr, die steht immer schön auf einem Uhrenstuhl, sagen die Leute das. Ne? Wir gehen mal nach nebenan, Herr Drake, ja? Weil das ist ja erst der Vorraum. Und wenn wir hier drüben reinkommen, Wahnsinn, also was Sie hier zusammengetragen haben, wo kommen diese Uhren überall her? Also die Uhren kommen zum Beispiel aus, ja, fast alle kommen aus Kirchen. Teilweise sind es Leihgaben und teilweise auch gekauft von Eigentümern. Wir haben auch Turmuhren auf Gutshöfen. Das könnte zum Beispiel eine Uhr sein, die auf dem Gutshof gestanden hat. Konnten sich nur die reichen Herrschaften leisten, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Aber der Ursprung, warum das Turmuhrenmuseum hier ist, ist die Turmuhrenfabrik. Ja. Darauf kommen wir gleich. Und Sie können jetzt mal gucken, diese Uhr, die werden Sie schon mal gesehen haben. Die ist nämlich berühmt. Wenn Sie Kinder oder Enkel haben, auf jeden Fall. In welchem Film die maßgeblich mitgespielt hat, erzähle ich Ihnen gleich. Vorher stellt Ihnen meine Kollegin Sarah Lindner zwei junge Männer vor, die sich gerne hier in Bokenem mit alten Uhren beschäftigen.
Hier tickt die Zeit anders. Und zwar komplett anders. Bei jeder Uhr. Mal zu schnell, mal zu langsam. Zeit ist nach Einstein ja bekanntlich relativ. Und jeder tickt anders. Doch manchmal ist es wichtig, die präzise Zeit zu kennen. Die Chronometer wurden immer besser. Wie diese hier von 1830 aus Goslar. Für die Reparatur nimmt sich Michael Manzer Zeit, etwa 7 Stunden. Und die Uhr sagt einiges über die Besitzer aus. Die haben bestimmt mehr Geld gehabt, vielleicht Apotheker, Ärzte. Es war durchaus ein Statussymbol, so eine Uhr zu haben. Ich meine, man sieht es ein bisschen am Gehäuse, das ist sehr, sehr prunkvoll gestaltet. Die ganzen Ornamente und so weiter, das ist eine super Uhr. Es ist gutes Material, was verwendet wurde. Es hat ein Rechenschlagwerk. Die Uhr, sie läuft ziemlich präzise, wenn sie fertig sein wird. Und ja, das macht es für mich besonders. Zeit zu haben ist etwas ganz Besonderes. Dass jeder dieselbe Zeit hat und sich auch verabreden kann, das gab es erst richtig ab dem späten Mittelalter. Mit dem Blick auf die Turmuhr änderte sich das Leben schlagartig. So hatte jeder die richtige Zeit und keiner konnte mehr sagen, ich bin zu spät gekommen, weil ich wusste ja nicht, wie Uhr es ist. Ja. Und so hat sich das über die Jahrhunderte dann entwickelt und die Uhren wurden immer kleiner, wurden tragbar. Und jetzt haben wir die Uhr immer am Handgelenk. An der Zeit zu schrauben, das macht auch sein Geschäftspartner Sven Kurzidim gern. Während sich Michael auf die großen Uhren fokussiert, wie Wecker und Standuhren, kümmert sich Sven um kleinere Uhren. Egal ob Wasser in der Uhr oder zu schnelles Ticken, er kriegt fast alles wieder hin. Eine Präzisionsarbeit war dieser Fliegerchronograph aus dem Zweiten Weltkrieg. 7 Monate dauerte die Reparatur. Gerade die kleinen Uhren faszinieren mich, weil man quasi auf ein 2-Euro-Stück ganz viele Teile zusammenbringt, die dann am Ende genau die Uhrzeit anzeigen. Wer Zeit hat, kann den beiden beim Arbeiten zuschauen. Transparenz ist ihnen wichtig. Pro Woche schaffen sie etwa 20 kleinere und etwa 4 große Zeitmesser zu reparieren. Dieser Wecker aus den 20er Jahren Art Deco wird wohl ein paar Stunden Arbeit kosten. Ich schaue mir das genauer an und dann kann ich Ihnen auch genau sagen, was es dann kosten wird. Die Kosten für die Reparatur etwa 180 Euro. Juweliere aus ganz Deutschland schicken ihre Uhren nach Bokenem. Denn Sven und Michael haben auch die Lizenz für Luxusuhren. Dieser Zeitmesser hat es beiden angetan. Die Uhr aus Birnenholz von etwa 1770 ist schon richtig berühmt. Seitdem die hier steht, können wir die Uhr jede Woche einmal verkaufen im Grunde. Also die Nachfrage bei dieser Uhr ist sehr hoch. Und wir bringen es aber nicht übers Herz. Die ist einfach so schön, die schaut super aus, passt gut ins Atelier. Und ich denke, wir werden die behalten. Wer weiß, welche Zeit für die beiden noch kommt und welche berühmten Uhren sie hier bald noch einstellen dürfen. Vielleicht diese hier. Bokenem, die Stadt der Uhren. Wir sind wieder live im Turmuhrenmuseum. Und ich hatte Sie vor 3 Minuten gefragt, ob Sie diese Uhr erkennen. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie Enkel haben oder Kinder haben, dann hat die mal mitgespielt. In dem Film Das kleine Gespenst wurde dafür extra nach Bayern in die Studios transportiert. 750 Kilo, die muss man auch mal eben bewegen. Herr Drake, wir wollen mal jetzt miterleben, wie so eine Uhr in Schwung gebracht wird. Denn Sie müssen ja jeden Tag hier immer wieder Uhren aufziehen, ne? Ja, nicht jeden Tag, aber einige, ja. So. Wie gehen Sie da vor? Die Uhr ist stehen geblieben, weshalb auch immer. Jetzt wird erstmal dieses Pendel in Bewegung gesetzt. Nachdem vorher die Gewichte angehoben sind, damit wir überhaupt einen Drehmoment auf der Seiltrommel haben. So, jetzt geht es darum, dies hier ist das sogenannte Gehwerk, was hier in der Mitte dieser Uhr angeordnet ist. Jetzt muss ich hier die Welle lösen. Kann hiermit jetzt die Zeiger bewegen auf die richtige Position. Ja, warte, wir müssen jetzt auch die Uhrzeit einstellen. Was haben wir denn? 16, wie spät ist das hier? Na gut. 16.45 Uhr. Jetzt sind Sie zu weit. Muss ich weitermachen, aber Sie sehen, das geht sehr schön. Kurbeln Sie ruhig mal auf 16.45 Uhr. Ich gehe in der Zwischenzeit zu Frau Becker, die mich ja eingeladen hat. Und wir haben ja jetzt hier schon 2 Räume gesehen, alles voller Turmuhren. Aber in dem Haus, in dem wir hier sind, ist ja auch das Heimatmuseum, eine Etage höher. Wir zeigen Ihnen da jetzt mal ein paar Bilder. Und Frau Becker, erzählen Sie mal, was sehen wir denn da? Ja, im Moment sehen wir das Biedermeierzimmer. In dem Biedermeierzimmer kann unter anderem auch geheiratet werden. Die Braut wäre schon da, ne? Genau. Zylinder liegen auch schon da.
Ja, es ist wirklich ein sehr gemütliches Zimmer. So, und das, und was wir dort auch sehen, ist zum Beispiel der hier, das ist der Schreibtisch vom Chef der Firma Weule. Genau. So, und das war die Turmuhrenfabrik. Genau, das war die Turmuhrenfabrik, die hier bis 1983 in Bokenim war und ja. Gut, okay, und warum, also woher kommt auch gerade so bei Ihnen die Faszination für Uhren? Also Sie setzen sich ja sehr fürs Museum ein. Ich setze mich sehr fürs Museum ein, weil, also mehr für die Menschen, die hier tätig sind. Weil ich finde, dass die Arbeit, die hier von Ehrenamtlichen gemacht wird, beachtlich ist und durchaus eine Würdigung verdient. Sehr schön, das finde ich auch. Herr Drake, haben Sie jetzt eigentlich die Uhr richtig einstellen können? Ja. Gut, wunderbar, da bin ich beruhigt. So, und ein Mann muss ich Ihnen noch vorstellen, das ist Rainer Block, das ist der Bürgermeister von Bokenim. Nimmt sich heute extra die Zeit. Hallo Herr Tietzer, die Zeit nimmt man sich. Ja, und Sie sagen, das ist, dieses Turmuhrenmuseum ist zeitlos. Warum? Ich finde es wirklich faszinierend. Uns erreichen immer noch Meldungen über Turmuhren aus Bokenim, die irgendwo in der entlegensten Ecke dieser Welt gefunden werden und noch funktionstüchtig sind. Die letzte aus Bolivien ist uns im Januar gemeldet worden, irgendwo im Tiefland. Jemand besucht ein altes Missionskloster, findet dort eine Turmuhr und dort steht drauf JF Weule, Bokenim 1911 und die funktioniert noch. Nicht schlecht. Sehen Sie mal, damals wurde auch einfach noch für die Jahrzehnte oder Jahrhunderte gebaut, ne? Wenn man sich heute eine günstige Uhr kauft, hält höchstens ein, zwei Jahre. Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Turmuhrenmuseum. Ich sage vielen Dank, dass ich vorbeischauen durfte. Ich werde diese Uhr jetzt hier noch mal ein bisschen aufziehen. Da drüben geht dann das Gewicht hoch, damit die schön lange läuft. Denn unsere Zeit für diese Live-Schalte ist jetzt genau abgelaufen. Das ist ja unglaublich. Sven, bleibt mal in der Zeit. Ja, vielleicht sollten wir ihn öfter in das Museum der Zeit schicken. Oder wir brauchen einfach so eine große Uhr für Sven. Die hängen ihm dann so um. Die kann er ja auch tragen. Er ist ja stark. Bei den Oberarm, das trägt er so weg. Also wenn, vielen Dank auf jeden Fall für die nette Einladung für Tietzer kommt. Und wenn Sie auch was haben, von dem Sie denken, das müsste ich dem Herrn Tietzer mal zeigen und natürlich uns und dem ganzen Norden, dann geht das ganz einfach.